Sascha hier von netbooknews.de. Ich bin endlich wieder zurück in Taiwan und habe mal hier die letzten Acer Netbooks aufgereiht. Eins fehlt hier noch, das ist Acer Aspire One 110L. Das hat mein guter Freund John bekommen von mir. Und ich hoffe, das lebt noch, John. Viel Spaß mit dem ersten Aspire One. Aber ansonsten seht ihr im Grunde genommen hier alle Netbook-Generationen bis auf das Acer Aspire One D250. Aber da kommen wir gleich zu. Lass uns mal da hinten in der Ecke anfangen. Das ist das Acer Aspire One D150 und ich war hier wirklich kein Fan von. Ein super kleines Trackpad, Single Mouse Button, grausames Keyboard. Das erste 10-Inch Netbook von Acer. War wirklich damals sehr enttäuscht. Hab Acer da auch ganz böse mit angegriffen und gesagt, ey, wenn ihr Nummer 1 werden wollt auf dem Netbook-Markt, oder seid, dann erwarte ich ganz einfach von euch eine bisschen bessere Qualität. Aber das war im Grunde genommen ein Übergangsmodell. Also mussten ihre Erfahrungen mit den 10-Inch-Systemen machen. Und dann kam das D250, hatte schon ein größeres Trackpad. Und dann kam direkt das 532H, glaube ich. Ich meine, es kam Anfang des Jahres aus. Das erste Pine Trail Netbook, also Intel Atom N450. In meinen Augen rein verarbeitungstechnisch und vom Gehäuse, was Acer da benutzt hat, das beste Netbook im 10-Inch-Bereich zurzeit. Hat einen 63 Wattstunden Akku hier in Taiwan gehabt, rannte bis zu 10 Stunden und eine tolle Verarbeitung, vor allen Dingen tolle Farben. Guckt euch mal hier diesen blauen Farbverlauf an, so Mitternachtsblau. Also das ist echt ein richtig schickes Netbook gewesen und wenn man das günstig kriegen kann, wenn ihr das unter 300 Euro bekommt und ihr braucht kein Dual-Core-Netbook, guckt es euch an, besonders das, die Variante mit dem 63 Wattstunden Akku. Dann hat Intel einen kleinen Sprung gemacht mit der Pine Trail Plattform und hat den N455 bzw. N475 vorgestellt und damit DDR3 RAM eingeführt auf die Intel Atom Plattform. Und das ist das Acer Aspire One 533, nahezu baugleich mit dem 532, etwas anderes Gehäuse, aber auch klasse verarbeitet, gleiche gute Tastatur, auch 63 Wattstunden Akku, etwa die gleiche Laufzeit, performance-technisch tut sich zwischen DDR2 und DDR3 ungefähr gar nichts. Die Benchmark-Freaks werden hier und da mal ein halbes Prozent mehr Performance finden können. Das war es auch. Ihr als Otto-Normal-User braucht nicht unbedingt DDR3. Da seht ihr auch schon, dass sich der Deckel ein bisschen geändert hat, ne? Also zuvor hatten wir hier noch Acer ganz klein drauf, jetzt ist es fett und nochmal Aspire One und ja, Geschmackssache. Dann das nächste war der Acer Aspire One D255, den gibt es auch in der Variante mit Intel Atom N550, den haben wir auch kürzlich noch getestet. Ist das Einstiegsmodell, das ist der N450, 1 GB RAM, 160 GB Festplatte nur. Trotzdem, ich meine, der hat sogar nur Windows XP. Ja, ja, hier ist ein Windows XP Home Edition noch drauf. Hat nur einen 3-Zellen-Akku, ich glaube 27 Wattstunden oder 28 Wattstunden. Und Android 1.6 da drauf. Braucht kein Mensch, weg mit dem Android. Lasst euch da gar nicht von nerven. Auf dem Smartphone ist es klasse. Ich bin Android-User auf dem Smartphone, aber auf dem Netbook gehört es einfach nicht drauf. Ansonsten, ihr seht, wie sehr dünn der ist. Das liegt ganz einfach daran, dass hier ein sehr flacher 3-Zellen-Akku drin verbaut wurde. Ist auch wirklich super leicht und kostet hier umgerechnet, ich glaube, 249 Euro etwa, wenn nicht noch günstiger. Für knapp 30 Euro mehr und im gleichen Gehäuse, das könnt ihr hier sehen, gibt es den Acer Aspire One Happy. Intel Atom N550, also Dual-Core, 1 GB DDR3 RAM, 250 GB Festplatte und Windows 7 Starter Edition. Wiegt auch ein bisschen mehr, weil einfach ein 6-Zellen-Akku eingebaut mit 49 Wattstunden. Dürfte gut sein für über 8 Stunden Akkulaufzeit zumindest. Hat er das im Surftest bei unseren Kollegen von Laptop Mac so geschafft. Ja, es ist das Entry-Level-Netbook im Dual-Core-Bereich und da will Acer definitiv am unteren Rand der N550 oder Kategorie Kunden mitgewinnen. Ist ein bisschen ja, mehr Plastiker verarbeitet als zum Beispiel 532 und 533, die ich von der Verarbeitungsqualität wirklich vorziehen würde. Von der Performance ist es natürlich den Netbooks hier überlegen.